Die Tiroler Ache fließt von den Chiemgauer Bergen in der Nähe von Grabenstedt in den Chiemsee, durchquert ihn und verlässt ihn in Seebrugg als die uns bekannte Alz. Von hier bis zur Mündung in den Inn fließt sie auf einer Länge von 62 Kilometern durch die Landkreise Traunstein und Altötting. Teils fast behäbig meandert sie die ersten Kilometer dahin. In Truchtlaching verbreitet sich die Alz zu einem Naturbad. In den Sommermonaten sind viele Boote unterwegs. Aber ab hier kommen an einigen Stellen starke Strömungen auf und es kann sehr gefährlich werden für die Bootfahrer. In Altenmarkt wird die Alz über ein Streichwehr und durch ein Laufwasserkraftwerk gezwängt und dadurch zu einem gefährlichen, für die Bootfahrer unüberwindbaren Hindernis. Kurz darauf fließt die Traun in die Alz. Sie kommt ebenfalls aus den Chiemgauer Bergen und führt bei starkem Regen sehr große Wassermassen mit sich. Bei ausgedehnten Schlechtwetterlagen kann dadurch an der Alz innerhalb von wenigen Stunden starkes Hochwasser entstehen, weil zusätzlich auch vom Chiemsee verstärkt Wasser in die Alz drängt. Nur wenige Kilometer weiter, bei Trostberg, beginnt der Alzkanal. Es wird ein Großteil des Wassers abgeleitet und in der Alz verbleibt oft nur die vorgeschriebene Mindestwassermenge. Sowohl die Alz als auch der Alzkanal winden sich durch Trostberg. Die ortsansässige Industrie nutzt den Kanal zur Stromerzeugung. Ab der Landkreisgrenze zu Altötting beginnen die Renaturierungsmaßnahmen. Der Landkreis Altötting hat alzbegleitende Flächen angekauft, um sie gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband zu artenreichen Brennen zurückzuentwickeln. Gleichzeitig werden vom Wasserwirtschaftsamt sukzessive Strukturverbesserungen im Fluss durchgeführt. Das südostbayerische Chemiedreieck verdankt seine Entstehung in erster Linie der Alz und ihrem Kanal. Durch das hohe Gefälle und die gleichmäßige Wasserführung war sie besonders zur Energiegewinnung geeignet. Hinter dem Wackerwerk mündet der Alzkanal in die Salzach. Bei Marktl mündet die Alz, getrennt vom Wasser des Kanals, in den Inn. Am Beispiel der Fließstrecke zwischen Hirten und Gendorf möchten wir nun anhand einer historischen Karte von 1860 verdeutlichen, wie stark die Flussregulierung um 1900 die Landschaft verändert hat. Die Alz war damals ein Wildfluss mit hoher Dynamik und entsprechend vielfältigen Lebensräumen. Durch häufiges Hochwasser mit Umlagerungen des Kiesbetts entstanden artenreiche Kalkmagerrasen, sogenannte Brennen. Einhergehend mit der Flussregulierung und der höheren Fließgeschwindigkeit begann sich die Alz regelrecht einzugraben. Dieser Prozess ist nach wie vor im Gange. Ein wichtiges Ziel für uns von der Wasserwirtschaft ist, dass wir unsere Gewässer wieder ein natürlicheres Bild geben, eine natürlichere Gestalt. Hier zum Beispiel haben wir die Uferversteinung entfernt, die man ja vor 100 Jahren circa eingebaut hat, wenn man eben das Gewässer eben in ein enges Korsett gezwängt hat. Und diese Steine haben wir entfernt und daraufhin hat sich der Fluss wieder innerhalb von 10 Jahren ungefähr um 30 Meter verlagert auf die linke Seite. Und man sieht jetzt wunderbar schnell fließende Kiesrampe
Und jetzt haben wir diesen Wechsel von tiefen Gumpen, von Kehrwasser, von Kiesbänken. Das gehört alles zu einem natürlichen Fluss, genauso wie natürlich das Totholz, das hauptsächlich dadurch eingebracht wird, dass eben der Fluss hier das Ufer erodiert und dann fallen die Bäume rein. Und die liegen eben dann im Ufer und sind Unterstand für Fische und für andere Gewässertiere. Was auch zum natürlichen Fluss gehört, das sind Altwässer. Früher hat die Alz natürlich viele Altwässer gehabt, die sind mittlerweile verlandet, neue entstehen nicht mehr, weil ja der Fluss begradigt war. Und deshalb greifen wir da auch ein und versuchen eben wieder, wo es geht, wo ein Grund da ist, Altwässer auszupacken und wieder herzustellen. Der Biber kommt dann meistens dazu, stellt sich das wieder ein bisschen anders vor wie mir, schmeißt noch ein paar Bäume rein und dann gibt es eigentlich ein sehr schönes Bild. Des Weiteren gehört zum natürlichen Fluss neben Kiesbänken und Altwässern auch Totholzstrukturen, also vor allem Strukturen. Und selbst in so einem alpinen Gewässer, der viel Kies bringt, entstehen ja die Strukturen hauptsächlich durch Holz. Das passiert normalerweise dadurch, dass Bäume reinfallen. In einem künstlich begradigten Fluss passiert das natürlich nicht, darum helfen wir danach. Entnehmen Bäume aus dem Uferbereich, setzen die ins Wasser, fixieren die mit Holzpiloten und damit schaffen wir wieder die Strukturen, die für die Fischwelt und für die anderen Gewässertiere notwendig ist und zu einem natürlichen System gehören. Ja, schauen Sie, was aus dieser Fläche, aus einer Ackerfläche hier geworden ist im Lauf von 3 Jahren. Wir haben ja vor 3 Jahren diese Fläche eingesät, praktisch mit Mähgutübertrag. Und jetzt ist eine richtige Naturfläche, eine Brenne draus geworden. Das Projekt dazu, das der Landkreis gemacht hat, an dem er sich beteiligt hat, ist ein bayerisches Projekt mit der Renaturierung von Brennen. Und insgesamt hat der Landkreis dafür 860.000 Euro aufgewendet, also eine ganze Menge Geld. Allerdings natürlich nicht nur auf dieser Fläche hier, da wäre die Fläche viel zu klein. Diese 860.000 Euro wurden auch bezuschusst mit 75%, also insgesamt ist nur etwa ein Viertel des gesamten Aufwands dann beim Landkreis verblieben. Wir haben mit diesem Geld vor allem Flächen angekauft. Also der Landkreis hat 24 Hektar gekauft. Das ist ein schöner Bauernhof von der Flächengröße her. Und wir haben insgesamt 30 Hektar gepachtet. Also insgesamt haben wir im Laufe der letzten Jahre, die Projektlaufzeit war ja von 2010 schon beginnen, haben wir insgesamt 54 Hektar praktisch renaturiert und wieder in Brennen verwandelt. Das ist für die Natur eine ganz hervorragende Sache und man sieht ja, was daraus geworden ist und man riecht es vor allem, aber das sieht man in der Kamera nicht. Also wir von der Unternaturschutzbehörde haben das Projekt erstmal initiiert, indem wir in Absprache mit dem Landkreis natürlich einen Antrag beim Bayerischen Naturschutzfonds gestellt haben auf die Förderung. Nachdem der bewilligt war, haben wir ein externes Büro mit der Projektleitung beauftragt. Das Büro hat zur Aufgabe gehabt, erstmal Flächenakquise, das heißt, wir wollten Flächen kaufen oder pachten, damit wir da eben Maßnahmen durchführen können. Anschließend
sind die Flächen begutachtet worden, was drauf wächst. Und dann sind Konzepte erstellt worden, mit denen wir dann weiterarbeiten können, also Pflege- und Entwicklungskonzepte. Das Ganze ist begleitet worden von Öffentlichkeitsarbeit und unsere Aufgabe dabei war, alle Aktionen von unserem beauftragten Büro zu begleiten und abzustimmen. Ja, nachdem das alles gelaufen ist, wir haben unsere Flächen gekauft und gepachtet, dann geht es an die Umsetzung und für die Umsetzung ist jetzt wieder der Landschaftspflegeverband zuständig, der die Maßnahmen, die geplant und vorgeschlagen sind, in Abstimmung mit uns wiederum umsetzt. Das kann jetzt sein, wie wo so eine Fläche, auf der wir jetzt stehen, das war früher Ackerfläche, die ist vorbereitet worden zum Mähgutübertrag, wie man sieht, erfolgreich. Oder auch, wir haben viel Waldflächen gekauft. Da sind ehemalige Brennendflächen im Wald drin, die allerdings schon verbuscht sind. Und da wird der Landschaftspflegeverband nach und nach Entbuschungsmaßnahmen durchführen, so damit wieder blühende Flächen im Wald entstehen können, wie es eigentlich früher war, wo die Alster noch nicht begradigt war. Und das passiert alles in Absprache mit der Unternaturschutzbehörde. Wir begleiten also das Projekt von Anfang bis zum Ende. Durch die mangelnde Dynamik der Alz sind ehemals offene Brennenflächen großteils verbuscht. Als Erstmaßnahmen werden mit schwerem Gerät die Gehölze samt Wurzelstöcken entfernt. Dadurch wird die frühere Alzdynamik ersetzt und die Brenne aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Prächtig hat sich die Brenne innerhalb eines Jahres entwickelt. Mit nur einer Maht jährlich, im Herbst, kann dieser Zustand erhalten werden. Am Beispiel der sogenannten Müllerbrenne möchten wir Ihnen nun ein positives Beispiel von Brennenpflege zeigen. Wichtig ist, das Mähgut immer abzufahren, um eine Aufdüngung der Flächen zu verhindern. Nur so können sich die typischen Brennenarten erhalten, die auf magere Standorte angewiesen sind. Das Mähgut besonders artenreicher Brennen kann zur Entwicklung neuer Brennen verwendet werden. Dies ist ein sehr arbeitsintensiver Prozess. Der Winter ist ins Land gezogen. Die Oswaldbrenne ist durch den Mähgutübertrag bestens vorbereitet.
Auf einem ehemals flachgründigen Acker im früheren Alsbett kann nun eine neue, artenreiche Brenne entstehen. Bereits im dritten Jahr zeigt sich die neue Brenne in ihrer ganzen Schönheit und Vielfalt. Ausgedehnte Brennenflächen wie im Naturschutzgebiet Untere Alz, die weit vom jetzigen Flussbett entfernt sind, belegen eindrucksvoll, wie breit die Alz vor der Begradigung war. Bis in den Herbst hinein finden sich noch Pflanzenarten wie beispielsweise der Fransenenzian und Herbstzeitlosen, die blütensuchende Insekten mit Nahrung versorgen. Ganz simple Sache. Die Bürste kämmt den Samen von allen, befördert ihn in den Vorratsbehälter und das war's schon. Mhm. Entscheidend ist, dass wir Elektromotoren haben, das heißt geräuscharm, emotionsarm und die Geschwindigkeit sowohl von der Bürste als auch von den Rädern ist stufenlos. So, jetzt schauen wir mal unsere Ausbeute nach dem ersten Arbeitsgang. Also man sieht, wir sind jetzt nicht mal 500 Quadratmeter gefahren, also 500 absolviert und sehen hier schon doch eine ziemlich große Ausbeute. Das feinere Saatgut setzt sich gleich unten ab und was ganz beeindruckend ist, wir haben auch viele Insekten mitgenommen, die praktisch unversehrt sind. Zum Beispiel hier einen kleinen Falter, also da ist kein Flügel beschädigt, kein Beinchen abgebrochen, noch schöner zu sehen bei dem großen Heupferd hier. Ist auch unversehrt. Also es ist auch eine tolle Methode, eine schöne Methode, um Insekten zu erfassen, so eine Art Insektenmonitoring. Mit dem Sammeln des Saatgutes werden ja auch die Insekten mit aufgesammelt, nicht beschädigt, also weder Falter noch Heuschrecken werden irgendwie in Mitleidenschaft gezogen und wir kriegen hier sehr beeindruckend aufgezeigt, wie artenreich so scheinbar relativ trockene Flächen sind, also brennen können mit den artenreichsten Standorten auch im Landkreis Altötting. Und das können wir jetzt mit dieser Sammelmethode auch sehr gut dokumentieren. Im Vergleich zum Mähgutübertrag kann mit dem E-Beetle wesentlich effizienter Samen gewonnen und auf neue Flächen übertragen werden. Weder Schlepper noch Ladewagen sind hierbei erforderlich. Viele arbeitsintensive Schritte entfallen.